Gloria in excelsis Deum. Geht schon? Kann ich schon anfangen? Gut. Meine lieben Seminaristen, liebe zukünftige Priester, die dies werden wollen und die dies nicht werden wollen zum Anreiz. Wir haben ja dieses kleine Problem mit St. Pölten. Also haben wir gestern in der Mitgliederkonferenz des Bischofsrates unter dem Vorsitz des Herrn, Herrn Leitenberger. Herr Leitenberger beschlossen, dass wir so eine Art Schulvideo machen für die jungen Priester, die jetzt zuschauen, um einiges zu klären, was in letzter Zeit sehr unklar sich sozusagen verwischt hat und die Kirche in einen unsäglichen Schmutz gezogen hat. Wir wollen also die Kirche wieder hinführen, dort, wo sie hingehört, zum lieben Gott. Ja, also eines muss ich ja sagen, und es ist ganz wesentlich, dass man, um wirklich wahrhaftig zu sein und gotteswürdig zu leben, auch das Verbotene einmal gesehen haben muss. Darum zeige ich euch jetzt, was ihr nicht nachmachen sollt, aber schaut genau hin, denn das seht ihr nur einmal jetzt bei mir, bei diesem Seminarvideo für angehende Priester, und sonst nie mehr. Denn das ist Sünde. Also, stellt euch vor jetzt, der Herr Rothe, bitteschön, setzen Sie sich. Der Herr Rothe hat jetzt eine Kutte an, hat er natürlich jetzt nicht, da müsste er sich ja umziehen. Also stellt euch vor, er hat eine Kutte an, ja, und sein Stellvertreter kniet sich vor ihm nieder, was dann passiert. Ja. Wichtig ist, immer umschauen vorher, ja, dass keine Fotografen dabei sind oder sonst Gläubige, die einen denunzieren können. Ja, weil dann geht es euch so wie mir. Ja. Passt auf, am besten, ihr versucht das, diesen Drang, ich muss ehrlich sagen, der in jedem von uns steckt, denn wir sind Gottes Kinder und wir sind von Gott getragen und haben eben, je Gott hat uns Gefühle geschenkt, ja, die ständig sich mit Verführung auseinandersetzen. Schon wenn ich die Straße betrete, werde ich verführt von Frauenbeinen, von Männerbeinen, von großen Schwänzen, von großen Gesten und kleinen Gesten. Ja? Verführungen sind immer da. Deshalb schaut euch das an. Na schön habt ihr das gemacht, das Busserl. Ja? Sehr schön. Jetzt stellt euch noch einmal zusammen. So. Also damit wollten wir demonstrieren, dass bei den beiden es zu keinem Austausch von Körperflüssigkeiten gekommen ist. Ja? Also,
was lernen wir? Buße tut niemandem weh. Aber jetzt, bitte stellt euch nochmal zusammen, jetzt zeige ich euch, und passt gut auf, wie es nicht passieren darf. Ich zeige euch jetzt, was ein Zungenkuss ist. Ja, ein Zungenkuss. Ihr müsst es genau merken und genau beobachten. Ja? Also, bitte meine Herren, stellen Sie sich zusammen und geben Sie sich jetzt einen Zungenkuss. Das bedeutet, die Lippen treffen aufeinander und durch diese leichte Feuchtigkeit der Lippen entsteht ein elektrischer Zusammenhang, der es zur Explosion der Zunge kommen lässt. Das heißt, die Zunge schießt hinaus und beim anderen schießt die Lunge entgegen. Beide Zungen treffen sich, vibrieren wie in einem elektrischen Schlag und es kommt, ich habe es ja noch nicht ausprobiert, weil das ist mir zu fern der Gedanke, ich behaupte es ja gar nicht, kommt zu einer Explosion des Hirns und man macht die unmöglichsten Sachen. Also bitte kommt, traut euch jetzt, wir wissen ja, dass das verboten ist, ja? Aber ihr werdet ja nicht fotografiert, weil dieses Video ist ja nur für euch bestimmt. Ja? Man darf sich nicht fotografieren lassen, wenn man den Versuch eines Zungenkusses nimmt. Also, mein Gott, also, man wird halt, das ist ja kein Verbrechen. Verbrechen ist das nicht. Es ist ein elektrischer Stoß. Und ob der vom Himmel kommt, das weiß niemand so genau. Danke, Herr Rothe, vielen Dank, seinem Assistent. Danke. Jetzt sagen Sie uns, ob Sie da Spaß gehabt haben oder nicht. Nein, den Herrn ist schlecht worden, der Speichel tritt aus dem Mund. Und dafür möchte ich euch warnen. Ja, also das war's. Passt schön auf das Video und versteckt es. Schaut es euch jeden Tag an zur Warnung. Ne? Schaut herum, schaut, ihr wisst, der alte Spruch vom Bischof Gräden ist, keine Kondomautomaten in den Schulen. Ne? Das können wir vielleicht im Chor nochmal sagen, wenn wir einen Kondomautomaten treffen, reißt man ihn geheim nachts weg. Ja? Wir brauchen das nicht, das hat in den Schulen nichts zu tun. Kondome, das haben wir auch heute gesehen, sind nur hinderlich für unser Denken und Streben zu Gott. Und ich danke, dass ihr nehmt mir nicht übel, das Trara auf der ganzen Welt um meine Person, so wichtig ist mir gar nicht. Ne? Wir alle tragen Gott im Herzen und die Wiener Stadt. Und wir sind keine Homosexuelle, das muss man klar und deutlich sagen. Wir leben das Zölibat, weil wir mit Gott leben. So, meine Lieben. Gott ist hier.